So, servus Leute, The Morbid wieder am Start. Heute mal ganz ungewöhnlich kein Gothic, sondern The Witcher 3 Wild Hunt. Wie ich schon mal im Video angesprochen habe, bin ich eigentlich kein Fan. Also hat mir Witcher 3 bis jetzt nicht so zugesagt, weshalb ich das so gut wie gar nicht gespielt habe und komplett jungfräulich da reingehe. Als allererstes würde ich gleich mal das Titelbild beurteilen, was eigentlich schon sehr ansprechend ist. Man sieht da hinten schon eine Frau, die wartet, bis wir zu der Scheune kommen. Der Geralt, wie er seine zwei Schwerter anbetet und ein kleines Feuer im Hintergrund, wo wahrscheinlich gerade ein paar Linse drauf kocht. Warum mache ich das Ganze? Ich habe gedacht, ich tue heute mal mein Fetisch der Like-Geilheit befriedigen. Und springe auf den ganzen Witcher-Hype auf, wo momentan wieder vorherrscht, weil halt wirklich eine sehr, sehr geile Serie dazu rausgekommen ist auf Netflix. Kann ich nur empfehlen. Guckt es euch an. Ich würde sagen, wir labern hier gar nicht so lange rum. Wir starten das Ganze und ich hoffe, dass ich mich nicht so sehr blamiere. Los geht's. Von vorne natürlich. Ich schätze eine kleine Herausforderung. Spielstand aus The Witcher 2 simulieren. Aus. Ich habe das nämlich nicht gemacht. Fortfahren. Fängt ja echt schon nervig an. Fortfahren. Ich will doch einfach nur ein scheiß Spiel starten. Jetzt. Ich schätze keine Herausforderung. Tutorials. Ja. Ich glaube, wir brauchen Tutorials. So. Spielchen aus Witcher 2 simulieren. Nein, das können wir nicht. Jawoll! Geil! Fängt schon mal gut an. Git! Was ist das? Jetzt aber, oder? Oh. Okay. Ach, das ist sie doch. Ist doch die Yennefer. Geil. Aha, aha, aha. Macht
Soll es jetzt was sagen? Sexy. Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das so ein Penisfisch oder wie? Ja, was auf Glamour das. Zack, ist er drin. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Das fängt ja schon gut an. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann. Bis später. Bis später. Oh. Wie stimmt das? Herr Moore, willkommen beim Tutorial. Willkommen bei The Witcher 3 Wild Hunt. Dieses Tutorial macht dich mit den grundlegenden Elementen der Spielmechanik vertraut. Alle Nachrichten werden im Glossar gespeichert, indem du ferner ausführlichere Informationen zur Geschichte der Welt und der Spielmechanik findest. Tutorial-Nachrichten kannst du im Optionsmenü deaktivieren. Gut. Jetzt rennen wir hier ein bisschen rum. Okay. So, jetzt ist die Frage, ist es wie bei Gothic, dass wir erstmal einen Haufen Scheiß einsammeln müssen? Da. Schau mal hier, was war das gerade? Da ist schon was aufgeploppt. Ah ja, kann's ausmachen, kann's anmachen. Jawohl, das ist jetzt glaube ich der Sinn vom Spiel. Aus, an. Aus. An. So, das machen wir jetzt 10 Stunden und dann haben wir es durchgespielt, oder? Hexen einzusetzen. Suche nach auffälligen Objekten. Ah ja. Das sieht doch auffällig aus. Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem Teint. Das solltest du wissen. Mhm. So, was kann ich bitte sagen? Also das Intro war natürlich doch jetzt sehr ansprechend. Also kann man jetzt nichts dagegen sagen. Aber in Gothic 1 gab es auch schon nackte Frauen. Also ist es nichts Neues, sondern einfach nur abgekupfert aus Gothic 1. Ah, wieder. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Oh, was ist denn das jetzt für eine Anspielung hier?
Also, Sapolot, die gehen ja gleich zur Sache. Mhm. Verschlossen. Ja, das sieht doch nach dem passenden Schlüssel aus. Aufgeschlossen. So, was gibt's hier schön? Was gibt's hier Schönes? Können wir jetzt nur springen? Können wir nur gehen? Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Also man muss ja sagen, dass die Gewandungen schon sehr geil gemacht sind. Da kann man echt nichts dagegen sagen. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Ja, nicht. Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist. Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend. Wir haben sie verwöhnt. Sind wir mal ein bisschen nett. Sei nicht wütend auf sie. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an mir. Gut, es ist wohl teilweise meine Schuld. Aber damit muss Schluss sein. Sofort. Man darf das Monster töten nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Wir sehen uns unten. Falsch. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Jawohl. Also wirbeln kann sie auf jeden Fall. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Tada! Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Wir sind doch ein eher etwas strengerer Meister, würde ich sagen. Eine Entschuldigung reicht nicht. Du wirst Gule und Algule komplett lesen, mit allen Anhängen. Bitte nicht! Lieber misst sich die Stelle aus. Ende der Diskussion. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Klar. Ich glaube, wir brauchen hier ein gutes Tutorial. Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Ich bin zuerst unten. Wenn du fällst, vielleicht. Hey. Okay. So. Wie geht denn das? Yes. Warum kann ich das nicht tun?
Geralt, was ist denn? Komm schon! Das W und Leertasche. Ah ja. Oh Gott. Muss man sich erst noch dran gewöhnen. So. Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Ciri, lass den Quatsch. Oh, doch kein Mensch mehr leider. Gewonnen. Deine Beine sind länger. Das muss gewesen sein. Also was mir auffällt, dass man sich am Anfang durch sehr viel Monolog durchprügeln muss. Also sehr viel so Off-Monolog mit diesen Cinematics und so, was jetzt nicht schlecht ist. Aber es braucht halt eine Weile, bis man jetzt anfangen kann zu spielen. Oh nein, Besemir hat diesen Blick. Och, was nee. Hast du erwartet? Komm, wir drehen lieber wieder um. Ja. Bruder muss los, das gebe ich mir nicht. Wie hängt der da rum, Alter? Oh Gott. Oh ja, okay. Also dann auf zu Resimir. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wie sieht denn der aus? Hast du was zu sagen, junge Dame? Es tut mir sehr leid, Onkel Wesemir. Junges Blut giert nach Abenteuern, das verstehe ich. Aber wenn du gegen eine Bestie kämpfst, ist Wissen so wichtig wie dein Silberschwert. Du solltest zumindest wissen, wodurch Ghule sich von Alghulen unterscheiden. Durch Zeichnungen ähnlich des in Sirikanien heimischen Panthera tigris, sowie durch die kranke Blässe des Gesichts. Du hast das Kapitel also gelesen. Du hättest trotzdem fragen müssen, ob... Aber du hast geschlafen, Onkel Wesemir. Also hast du es doch gelesen. Warum sagst du das nicht gleich? Stürz dich nie auf einen Vorteil, sobald er offenbar wird. Warte ab, bis du den maximalen Effekt erzielen kannst. Onkel Wesemirs Worte. Nun, du lernst schnell und bist schlau. Schlau, aber auch hinterlistig. Also, genug geredet. Geralt und ich, Lambert und Eskel, Ciri und die Attrappe. Schon wieder? Echt nein, fair aufgeteilt. Nicht. Nimm dir ein Schwert. Immer der Letzte im Sportunterricht. Was meinst du? Sollen wir erst die Grundlagen durchgehen oder gleich mit dem Freistiltraining anfangen? Ah. Wir sind so erfahren, wir brauchen auf jeden Fall nochmal die Grundlagen. Fangen wir lieber mit den Grundlagen im Kampftutorial. Wir sollten mit den Grundlagen anfangen. Auch erfahrene Meister müssen die perfekt beherrschen. Und genau. Ciri ist gerade mal eine Novizin. Zieh das Schwert, Geralt. Schnelle Hiebe! Eins, zwei, drei! Schlag richtig zu! So stark du kannst! Mal zuschlagen, nie den Ellbogen durchstrecken, junge Dame! Nimm dies! Ich hab dir die Kehle aufgeschlitzt! Zeitverschwendung, genug! Okay. Ausweichen! Position, Ciri! Denk an die Beinarbeit! Okay. Los, auf sie! Okay. Dich abwehrst. Okay. Aha. Ah ja. Zu den Paraden. Ciri, siehst du, wie Geralt das Schwert hält? Man sieht schon, das ist sehr dynamisch hier.
haben. Viel Rollen, viel Geschnetze. Okay. Konter, Schlag gegen Schlag. Ah ja. Ja. Zack. Okay, das war nix. Ja. So, junge jetzt. Dame, zum Schluss gehen wir noch ein paar Hexerzeichen durch. Fangen wir mit Quen an. Quen. Jawohl, drücke um Tabulat. Ah ja. Quen, jawohl. Hör auf zu prahlen, Geralt. Ciri. Quen wird manchmal der Hexerschild genannt. Schau gut zu, dann siehst du gleich warum. Jetzt ist Quen aktiv. Okay, jetzt sind wir so was wie unverwundbar. Direkt im Schaden schützt, ja. Wirke Igni, Geralt. Ich will die Funken fliegen sehen. Igni. Komm schon. Siehst du, jawohl. Ohne das Quen-Zeichen stünde ich jetzt in Flammen. Ah, Geralt. Na los. Siehst du das, Ciri? Art wirft alles und jeden aus der Balance. Jawohl. Bringt alles aus der Balance. Zurück. Zeit für Axi. Jawohl, Axel Schwarz. Ich hasse dieses Gefühl. Oh, Axi kann dich ganz schön durcheinander bringen. Das sag ich doch. Axel Schwarz. Stirb! Jetzt. Zeig dir, Geralt. Los, auf sie! Siehst du das, Ciri? Ich könnte mich nicht bewegen, wenn ich es wollte. Wirf eine Bombe. Keine Sorge, Ciri. Quen wird die Explosion dämpfen. So, darf ich auch. Mhm. Okay, interessant. Auf jeden Fall muss man sagen, dass das Ganze sehr dynamisch ist. Es hat auf jeden Fall seine Reize. So, hier ein bisschen mitzuspielen. Und jetzt reden wir mal mit dem Typ. Begib dich an die Stelle. Also, ich muss mich hier hinbegeben. Was jetzt? Hier an die Stelle. Und dann. Komm schon! Ah, okay. Gut, das reicht. Wir trainieren nach Belieben weiter. Mist! Mein Lieblingsding, Igni, brauchen wir. Na komm schon. Starke Angriffe. Steck das Schwert weg. So. Ey! Karle, da haust du nicht noch aufs Maul. Jawohl. Aber gegeben, Kleine. Was für Arschlöcher. Ciri, komm jetzt runter. Der kleine Satansbraten. Sobald sie zurück ist, darf sie alle Schwerter in Kaer Morhen polieren. Hast du den Helm? Ciri? Ciri? Ciri! Sorgen, dass du kein Schwert vergisst. Was du? Was ist jetzt das? Die Puppe blutet. Ah ja. Wenn die da einen reingesteckt. Jetzt sind wir jetzt bei Fluch der Karibik. Darauf haben
Okay, Arthas kommt jetzt. Ach so, okay. Nein. Bam. Shit. Aha, okay. Bin einfach nur ein bisschen in der Prärie rumbläge. Alles klar? Mhm. Ein Albtraum. Was für einer? Das zu erklären würde ewig dauern. Bis zur Dämmerung ist es noch hin. Wir haben Zeit. Ja, ich würde sagen, wir tun schon so uns ein bisschen emotional mal öffnen und versuchen vielleicht, ob wir uns Probleme bei unserem Meister aussprechen können. Er begann im Gästezimmer in Kaer Morhen. Ich entspannte mich in der Wanne und neben mir war... Yennefer. Triss? Yennefer. Seltsam nicht. Sie war nie da. Mein Traum wirkte aber ganz echt. Hat sie wegen irgendwas herumgenörgelt? Wirklich lebensecht. Wir finden sie schon. Ach, das ist aber süß. Im Traum ging ich los und suchte Ciri. Wir übten. Das waren noch Zeiten. Kleine Teufelin. Ich habe Kinder ausgebildet, die schneller und stärker waren. Aber keins hatte ihren Charakter. Er ist nicht gut ausgegangen, oder? Dein Traum. Nein. Die wilde Jagd tauchte auf und griff Ciri an. Ich konnte mich nicht rühren, stand da wie angewurzelt. Es war nur ein Traum. Also ich muss... jetzt kurz sagen, dass mir dieses Synchro vom Vesemir nicht so gefällt. Die wirkt irgendwie so asynchron und auch so emotionslos. Einfach wie jemand, der seinen Monolog so runterrattert irgendwie. Ciri in meinen Träumen. Es war mehr. Das ist das Problem. Wenn ich bisher von Ciri geträumt habe, stimmte was nicht. Sie war in Gefahr. Wir haben sie gelehrt, sich gegen alles zu verteidigen. Auch gegen Geister. Gut, aber wir sagen mal, Zeit zum Aufbruch. Es dämmert bald. Brechen wir auf. Jawohl. Das Abenteuer beginnt. Warte. Zeig mir den Brief von Yennefer. Vielleicht habe ich da einen Hinweis übersehen. Du hast nichts übersehen. Wir sollten uns in Weidendorf treffen. Das hat sie geschrieben. Inzwischen hat die eine oder andere Armee das Dorf niedergebrannt. Uns bleibt nur ihrer Spur zu folgen. Also... Hör kurz auf zu reden und gib mir den Brief. Was sagt man dazu? Er riecht wirklich nach Flieder und Stachelbeeren. Alter, du wolltest ihn lesen, nicht beschnüffeln. Wir müssen uns sehen. Bald. Weidendorf bei Vysima. Keine weiteren Hinweise. Was ist das für ein PS? Ich hab das Einhorn noch. Ein Einhorn, das wir ein- oder zweimal benutzt haben, in bestimmten Situationen. Was jungen Leuten heutzutage so einfällt. Zurück zum Thema. Wie viel Vorsprung mag Yennefer haben? 2-3 Tage. Die Spur ist frisch, aber sie führt wohl zur Hauptstraße. Da wäre sie schwer auszumachen. Warte, hörst du das? Ich höre und rieche es. Ghule. Okay, wir kommen wohl gleich in den Kampf. Dafür musst du Tori Arc spielen. Feuer, Feuer, Feuer! Ach Gott!
Wo bleibt mein Zeichen, Igni? Jawohl. Alter, Alter. Easy. Wenn Armeen durchziehen, ich will hier schön kurz rasiert haben. Gehen wir, bevor noch mehr auftauchen. Ich bin doch gerade der Schwarm. Plötze. Das legendäre Pferd. Habe ich dir von dem Zauberer erzählt, der ständig davon geredet hat, wie nützlich sie doch sind? Weil man aus ihrem Blut Tränke brauen kann? Nein, weil sie Leichen fressen und damit Epidemien verhindern. Eigentlich gar nicht so schlecht. Jetzt wusste er, dass sie auch lebendige Menschen fressen? Nein, er war bestürzt. Es widersprach seiner Theorie. Der Krieg läuft nicht gerade zu unserem Vorteil. Haben wir denn eine Seite? Die nördlichen Königreiche. Radovitzreich, meinst du? Temerien und Edirn gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. Also muss ich sagen, schön animiert und schön gemacht ist das hier alles schon. Also, es kommt eine Stimmung auf, muss man sagen. Eine gute Stimmung, ja. Es tut auch dir gut. Ich mit dem. Ja, so mag man es doch, oder? Mitte am Tag leit man in der Prärie rum, während andere Schafe, gell? Du weißt. Beweg dich! Was hast du gesagt? Alter! Den überreite ich nur mit. Du blöde Arsche. Gell, fick dich doch selber. Jawohl, okay, weiter geht's. Ah ja, das ist unser Monsterdetektor und zeigt uns an, dass da irgendwelche Leichen rumlaufen. Komm schon, Plätze! Gehen wir? Hilfe! Hilfe! Kommt schon gleich das nächste Abenteuer. Geht's, was ist denn das? Das sieht fast schon wie ein Scavenger. Nichts verkommen lassen, gell? Och nee, der arme Wesimir. Ist der weg? Ja. Komm raus. Wie sieht denn der aus? Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Sieht ja aus wie Freddy Mercury. Ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Ach, guck. Ey, der Typ, der... Der hat eh schon schwer genug. Kommt von dem nehmen wir mal nix. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur. Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Eine Frau, bestimmt hat er sowas noch nie ja, gesehen. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber
Hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas. Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt? Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Oh, so macht man sich Freunde. Keine schlechte Idee, zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Okay. Ah, kaum ein Kratzer. Gutes Essig und Öl drüber. Das wäre jetzt recht schön kühl, direkt aus dem Keller. Gehen wir. Weiter so, Plätze. Also, ein Greif so nah am Dorf? Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es das am geht Krieg. Das ist alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Halt! Alles voll mit Arschlöchern. Das erinnert einen dann schon wieder an Gothic. Was? Nimm das runter, sonst gibt's Ärger. Das ist ein Waffenrock. Die temerischen Lilien, die hängen da zurecht. Du bist nicht mehr in Temerien, Alter, sondern in Nilfgaard. Du kannst mich mal. Jawohl, jetzt geht's los. Klare Ansage gemacht. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Ich habe auch nicht gefragt. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Bram angegriffen. Bram? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen? Jawohl, schreist er noch mehr rum, dass sie uns noch mehr hassen. Okay. Also, schwätzen wir mal. Wir suchen nach einer Frau. Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, Trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Kümmert sich schon. Ganz schön was los hier. Suchen eine Frau. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeer. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja. Es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Ah.
Gucken wir mal, was die anzubieten hat. Zeig mal, was du so hinter dem Tresen hast. Gewinnkarte. Das soll doch dieses Kartenspiel da sein. Trauben, Essen, okay. Tränke, wir haben eine Fackel. Wir haben Jennifers Brief. Okay. Ja. Kann jetzt nicht sein. Kümmert sich jemand um den Greif? Gibt es schon einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade. Wir hätten was tun können. Aber nicht umsonst. Boah, ja, jetzt wird das Arschloch raushängen. Gut. Dann beenden wir das Gespräch mal. Für alles. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Lol, haben die Kinder die Wand dann gemalt oder was? So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Jennifer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Hört, die Schwarzen vermessen die Felder. Lass sie doch, solange sie nicht die Ernte verbrennen. So, ich würde sagen, hier machen wir dann einen Cut. Unsere Zeit haben wir schon ein wenig überschritten. Warum ziehen sie die Linien, Aber ja, wir konnten jetzt halt nicht alles mit ein bisschen was spielen, sonst hätten wir jetzt nur ein Tutorial-Video, das geht dann schon klar. Ich hoffe, ihr verkraftet es. Ja, das war jetzt so der erste Eindruck von Witcher 3 Wild Hunt. Ich hoffe, euch hat es vielleicht auch gefallen, vielleicht wird das Spiel ja auch. Was bleibt zu sagen? Natürlich der Schlussmonolog. Liked meine Videos, abonniert bitte den Kanal. Und wenn ihr vielleicht Kuschelvideos von mir und Wesi mir sehen wollt, dann müsst ihr mich natürlich auf Patreon unterstützen. Also, macht's gut, haut rein. Euer Morrod.